Wie lautet die Quadratwurzel von 36? 6. Ausgezeichnet, ja. Sehr gut. Wie heißt das Staatsoberhaupt von Nordkorea? Doch, haben wir in der Schule gemacht, aber bevor ich was Falsches sage, lasse ich es. Und aussprechen kann ich es sicher auch nicht. Na, Aussprache ist, glaube ich, nicht so schlimm. Probier es einfach mal. Also, so schlimm kann es nicht sein. Wenn du es nicht kennst, ist es auch nicht so tragisch. Mir fällt es gerade nicht mal ein. Also, nein, weiß ich nicht. Okay, nicht tragisch. Wäre Kim Jong-un gewesen. Okay, ja. Ich hätte irgendwas mit H im Kopf gehabt, aber... Zu welcher Pflanzenfamilie gehören Melonen, Gurken und Zucchini? Pflanzenfamilie? Genau. Ja, es gibt Nachtschattengewächs. Es ist wahrscheinlich was Leichtes, wo ich jetzt mich ärgern werde, wenn ich es nicht weiß. Leicht würde ich nicht unbedingt sagen. Hat man vielleicht schon mal gehört? Ich weiß nicht, wie sprachenversiert du bist. Es gibt da vielleicht über die Zucchini einen Hint. Das italienische Wort Zucca oder so, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, heißt auch genau das auf Deutsch. Spanisch wäre mir lieber. Spanisch weiß ich es gerade nicht. Ja, nein, dann weiß ich es leider nicht. Okay, nicht tragisch, es wären die Kürbisgewächse gewesen. In welcher Stadt befinden sich die Stadtbezirke Spandau, Lichtenfeld und Neukölln? Köln. Ist tatsächlich irreführend, es ist nicht Köln. Und das Neukölln, um das es hier geht, schreibt man auch mit Doppel-L, nicht mit einem L. Boah, Geografie ist auch ganz schlecht. Ich könnte jetzt noch Städte aufzählen, die mir so einfallen, aber ich glaube, die haben nichts damit zu tun. Na, sag mal, was hast du denn für eine Idee? Ja, halt so aus Deutschland noch Städte. Zum Beispiel? Berlin, München, Dresden. Ich kann nur sagen, die Stadt war dabei. Berlin? Ja, vollkommen richtig. Okay, das war sogar das Erste. Ja, stimmt. Lichtenfeld? Heißt du Lichtenfeld? Lichtenberg? Scheiße, was habe ich gesagt? Lichtenfeld. Ja, gut. Lichtenberg heißt es natürlich. Okay, ja. Aber ja, mit ein bisschen Unterstützung Berlin, ja. Richtig. Wie lauten die drei Aggregatzustände? Aggregatzustände? Nicht das mit Volt. Nein. Na, Volt ist was anderes, da geht es um Strom. Also eigentlich sind die drei Aggregatzustände ganz klar. Ja. Die wirst du auf jeden Fall wissen. Es ist jetzt nur die Frage, weißt du noch, was Aggregatzustände sind? Ja, das überlege ich gerade. Ich weiß, dass wir es gemacht haben. Nein, weiß ich leider auch nicht. Okay, es wäre fest, flüssig, gasförmig gewesen. Es ist so logisch.